Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich heute gerne über die Ultraverse-Neuheiten sprechen. Ich bin mir nur nicht zu 100% sicher, ob das Programm durch ist, weil ich finde überall verschiedene Infos zu. Aber am meisten habe ich jetzt gelesen, dass es durch sein sollte. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, es kommen noch Boys- und Girls-Love-Titel. Aber falls noch irgendwas kommen sollte, dann würde ich einfach nochmal ein extra Video machen oder mal schauen, ist irgendwo unterschieben. Aber auf jeden Fall verlasse ich mich jetzt einfach drauf, dass die Hauptaussage war, dass das Programm durch ist und dass wir uns das jetzt zusammen anschauen können. Denn ich will mir jetzt auch endlich die Titel anschauen. Ich habe richtig Bock drauf, ich hoffe ihr auch und ich würde sagen, wir schauen rein. Fangen wir an mit etwas sehr, sehr Coolen und ich denke, das wird viele freuen. Und zwar kommt auch die Light Novel von Meine ganz besondere Hochzeit zu uns. Und die läuft noch in 8 Bänden, kommt ab Juli 24 und wird 16 € pro Band kosten. Und auch hier finde ich die Cover wirklich wieder unfassbar schön. Oh mein Gott. Ich lese kurz vor, worum es geht. In eine Familie geboren, die ungewöhnlich starke magische Fähigkeiten besitzt, lebt Mio als ungeliebte Tochter und ohne besondere Kräfte. Ihre Stiefmutter behandelt sie ungerecht und wie eine niedrige Bedienstete. Sogar ihr Kindheitsfreund und einziger Verbündeter soll plötzlich ihre Stiefschwester ehelichen und sie selbst soll bald an einen Mann verheiratet werden, von dem man munkelt, sein Herz sei kalt wie Eis und keine Frau würde lange an seiner Seite bleiben. Ja, sehr schön, dass jetzt auch die Light Novel rauskommt. Da würde mich mal sehr interessieren, ob einer von euch die kaufen wird. Ich muss zugeben, ich werde da auf jeden Fall passen, weil ich habe mir schon in dem Manga hinten so Ausschnitte von der Light Novel durchgelesen und mir gefällt der Schreibstil nicht wirklich. Also ich bleibe beim Manga, aber ich denke trotzdem, viele werden sich das anschauen. Ich denke auch, dass die Light Novel schon weitaus weiter ist als der Manga und der Anime. Deswegen, das finde ich schon sehr, sehr cool, aber nee, so dringend möchte ich nicht wissen, wie es weitergeht. Deswegen passe ich hier, aber trotzdem finde ich sehr, sehr cool, dass die Reihe so supported wird. Die Novel bekommt auch in der Erstauflage einen wunderschönen Farbschnitt. Da bin ich auch schon richtig gespannt, wie das aussehen wird. Also da werde ich mir auf jeden Fall, beziehungsweise hoffe ich da auf sehr, sehr schöne Instagram-Bilder oder Vorstellungen in YouTube-Videos. Ich werde auf jeden Fall reingucken. Weiter geht's mit einem Einzelband, und zwar die Schwingen der Cavalaris. Und der kommt im August 24, wird 7 € kosten und hat einen Shoujo-Star in der Erstauflage. Shao will unbedingt eine Cavalaris werden, eine Reiterin, die mit geflügelten Biestern an Rennen in luftiger Höhe teilnimmt. Doch es gibt einen Haken. Shao hat Flugangst. Wenn sie durch die nächste Flugprüfung fällt, muss sie die Fliegerschule verlassen und ihr Traum zerplatzt. Da bietet ihr Mitschüler Alford ihr unverhofft seine Hilfe an. Ah, ja. Nee, klingt aber nicht, als ob das was für mich ist. Ich finde es irgendwie ganz interessant, weil ich, sind das eigentlich Greifen? Wahrscheinlich, ne? Sieht zumindest so aus. Finde ich eigentlich ganz cool, aber catcht mich jetzt nicht so. Weiter geht's mit einem Titel, der noch in einem Band läuft, und zwar Drachenpflege für Anfänger. Der kommt im Oktober 24 und wird zum Einstiegspreis 5 € kosten. Danach dann, denke ich mal, der Normalpreis. Der hat auch einen Shoujo-Star in der Erstauflage. Oberschülerin Mirei hat ein besonderes Händchen für Tiere. Beim Versuch, eine Katze zu retten, verunglückt sie und erwacht im Schlafzimmer des mächtigen Drachenkönigs Verloid. Dieser ist außer sich über Mireis Eindringen und stürzt sich in wilder Raserei auf sie. Als große Tierfreundin kann Mirei nicht widerstehen und muss den furchterregenden Drachen einfach streicheln. Verloid ist so perplex, dass all seine Wut verpufft. Das wäre für Mirei die perfekte Gelegenheit zur Flucht. Doch da sieht sie ein krankes Drachenbaby, das offenbar ihre Hilfe braucht. Nee, wahrscheinlich nicht so. Klingt irgendwie ganz süß, nach einem ganz süßen Shoujo, aber gerade catcht mich noch nicht. Wenn ich vielleicht mal wieder Bock habe auf sowas richtig Leichtes, Shoujo-mäßiges, würde ich darauf zurückgreifen. Aber da der eh nur in einem Band läuft, denke ich erstmal nicht. Kommen wir zu Lieb mich, ich bin die Böse. Der läuft noch in 4 Bänden, kommt im September 24 und wird auch als Einstiegspreis 5 € kosten und bekommt auch in der Erstauflage einen Shoujo-Star. In ihrem früheren Leben hasste Alicia nichts mehr als stets perfekte Heldinnen in Videospielen. Wiedergeboren in ihrem Lieblingsspiel, kennt sie daher nur ein Ziel. Sie will die schlimmste Schurkin aller Zeiten werden und der verhassten Heldin die Hölle heiß machen. Doch je mehr Alicia sich anstrengt, den dunklen Pfad der Macht zu beschreiten, desto mehr wird sie gemocht. Zu allem Übel scheint auch noch der Königssohn ein Auge auf sie geworfen zu haben. Führt ihr Weg des Bösen etwa direkt in ein Happy End? Das finde ich schon wieder cool, ne? Also sowas mag ich ja immer ganz gerne. Ich mag irgendwie Charaktere, die einen auf böse machen. Keine Ahnung.
Das könnte was für mich sein. Vielleicht fange ich den auch direkt an. Das weiß ich noch nicht. Aber den mag ich irgendwie ganz gerne vom Klappentext her. Den schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Weiter geht's mit Seine Hoheit, der Katzenprinz. Der läuft in einem Band und kommt im November 24, wird auch 5 Euro zum Einstiegspreis kosten und kriegt auch einen Shoujo-Star in der Erstauflage. Die Hexe Miranda wird in der Gegenwart von Menschen schrecklich nervös. Daher lebt sie zurückgezogen in einem kleinen Laden für Heilmittel und magisches Zubehör. Doch als sie eine Einladung zur königlichen Teeparty erhält, darf sie natürlich nicht ablehnen. Vor der lauten Gästeschar flüchtet sie ins Gewächshaus des Palastes, wo ihr nur zahlreiche Katzen Gesellschaft leisten. Sie ahnt nicht, dass es sich bei einem ihrer neuen pelzigen Freunde um den verwunschenen Prinzen Heinrich handelt. Und er hat eine ganz spezielle Bitte an Miranda. Er will als ihr Haustier bei ihr bleiben. Nee, mag ich irgendwie jetzt gerade nicht so den Klappentext. Kann aber auch ganz süß sein, weil oft klingen bei Shoujos die Klappentexte sehr stumpf. Erstmal nicht, auch weil der in einem Band noch läuft. Das mag ich immer nicht so gerne. Aber ich finde auf jeden Fall die Protagonistin voll hübsch auf dem Cover. Aber ich warte erstmal ab. Weiter geht's mit einem Webtoon, und zwar Astell und der geheime Sohn des Kaisers. Der kommt ab November 24 und wird 15 Euro kosten. Dieser wird auch eine Collectors Edition wieder für 30 Euro bekommen, was auch mal sehr, sehr schön ist bei Webtoons. Und hier geht es um: Astell bebt vor Angst, als sie 6 Jahre nach der Scheidung wieder vor Kaiser Kaisen steht. Aus politischem Kalkül verstieß er sie nach der Hochzeitsnacht und aus demselben Grund hat er sie in den Palast zurückgeholt. Nie darf der eiskalte Herrscher erfahren, wer das Kind ist, das sich verschüchtert an ihre Seite schmiegt. Denn niemand bei Hofe würde zögern, den Sohn des Kaisers für politische Zwecke zu missbrauchen. Deshalb färbt Astell die roten Augen des Jungen, die seine kaiserliche Abstimmung verraten, blau und gibt ihn als ihren Neffen aus. Allerdings hält die Färbung immer nur einige Stunden. Wird es ihr gelingen, die Identität ihres Sohnes vor dem Kaiser zu verbergen? Ist ganz interessant. Ich frage mich, wie zur Hölle man die Augen färben kann. Zu der damaligen Zeit, sehr interessant. Aber ich denke nicht, dass ich den jetzt sofort anfangen werde, weil der halt auch noch in einem Band läuft. Und irgendwie kann ich mir da jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen. Vielleicht lese ich da mal online ein bisschen rein, aber so würde ich erstmal sagen, wahrscheinlich nicht zum Release. Machen wir weiter mit den Shonen und seinen Titeln von Ultraverse. Und zwar macht hier den Anfang Blade und Bastard. Der läuft noch in 3 Bänden, kommt ab September 24 und wird 8 Euro pro Band kosten. Noch nie soll es jemandem gelungen sein, in die Tiefen des Dungeon vorzudringen. Doch hinter einer verschlossenen Tür wartet eine Leiche, die dort nicht sein sollte. Iarumas wird wiedererweckt, aber ihm fehlt jegliche Erinnerung an seine Vergangenheit. Er beginnt seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, die Leichen von gescheiterten Abenteuern aus dem Dungeon zu bergen. Doch auch wenn der Lohn so gerade reicht, um sich über Wasser zu halten, schauen die anderen Menschen auf ihn herab. Alles ändert sich aber, als er die letzte Überlebende einer sonst niedergemetzelten Abenteuergruppe rettet. Mit ihr beginnt er sich weiter in den Dungeon hineinzuwagen, ob er dort etwas über seine Vergangenheit rausfinden kann. Ja, ist irgendwie ganz cool. Aber catch mich noch nicht zu 100%. Ich finde irgendwie das Setting voll cool, dass da, also weil ich darüber auch noch nie nachgedacht habe, jemand reingeht und die, ja, die Leichen der Verschorbenen aus Dungeons rauszieht. Das ist ja mal so kreativ ausgedacht. Aber weiß ich noch nicht. Finde ich irgendwie cool, aber weiß ich noch nicht. Dieser Titel wird übrigens sowohl als Manga als auch in der Ursprungsform als Light Novel bei Ultraverse erscheinen. Und zu allem muss ich noch hinzufügen, das habe ich vollkommen vergessen, ist, dass der Mangaka beziehungsweise der Autor von Goblin Slayer, was richtig cool ist. Ich kenne Goblin Slayer nicht, ich kenne gewisse Szenen daraus, deswegen habe ich entschieden, es nicht zu lesen. Aber ich finde zumindest dort den Klappentext wirklich sehr, sehr interessant und deswegen mal schauen. Und hier haben wir dann auch nochmal die Cover der Light Novel zu Blade und Bastard. Und die kommt dann ab November 24 und ich meine, ich habe gesehen, dass die 14 Euro pro Band kostet, aber ich gucke nochmal nach. Ja, scheinbar wird die 14 Euro pro Band kosten. Ich muss sagen, auch hier finde ich die Cover wirklich sehr, sehr cool, aber Light Novel ist halt erst recht nichts für mich. Aber wie gesagt, der Manga eventuell, aber ich werde erstmal reinlesen.
wissen, ob das was für mich ist, weil, wie gesagt, an Goblin Slayer habe ich mich jetzt auch noch nie reingetraut. Deswegen, mal gucken. Dann kommt die Romanadoption zu Der Sommer, in dem Hikaru starb, raus. Und die kommt ab November 24 und wird 16 Euro pro Band kosten. Ich lese auch nochmal vor, worum es geht. Hikaru und Yoshiki wachsen zusammen auf einem kleinen Dorf auf dem Lande auf und sind beste Freunde. Doch als Hikaru eines Sommers nach einem Ausflug in die Berge zurückkommt, scheint er nicht mehr derselbe zu sein. Doch Hikaru schafft es nicht, sich von dem, was einst sein geliebter Freund war, loszusagen. Und im Umland mehren sich mysteriöse Vorfälle. Ja, ist leider auch nichts für mich. Ich habe den Manga auch nicht gelesen. Demnach sowieso Roman eher noch weniger. Aber für die Fans, die das nochmal im Roman nachlesen wollen, finde ich das ganz cool. Wo gibt es, also jetzt mal frage ich das jetzt ganz ernsthaft, gibt es Leute, die den Manga lesen und dann sagen, doch, ich will jetzt unbedingt auch den Roman dazu lesen, weil doppelt sich das nicht alles? Ich weiß nicht, kriegt man so viel extra Stuff, wenn man jetzt den Roman noch liest? Ich frage jetzt wirklich aus Interesse, weil kann ja wirklich sein. Ich habe ja zum Beispiel bei This Lonely Castle in the Mirror mir auch überlegt, dort den Roman zu lesen, aber ich war mit dem Manga schon komplett ganz gut bedient, deswegen... Ich frage einfach aus Interesse. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Auch zu meinen Star kommt ein Roman und dieser wird auch in der Erstauflage einen Farbschnitt bekommen. Übrigens auch der Roman von Der Sommer, an dem Hikaru starb, wird auch einen Farbschnitt bekommen. Finde ich sehr cool. Ich mag Farbschnitts. Farbschnitte, das ist die Mehrzahl. Aber auf jeden Fall wird auch die Romanadaption von Mein Star rauskommen und die ist abgeschlossen in einem Band und wird 16 Euro kosten. Bikumachi ist eine noch junge Gruppe Idols, die beständig an Popularität gewinnen und denen eine große Karriere bevorsteht. Doch hinter den Kulissen brodelt es und zwischen den Mitgliedern herrscht Streit. Frontfrau Ai setzt dem Manager ihrer Agentur darüber in Kenntnis, dass sie das Idol-Dasein an den Nagel zu hängen gedenkt, was dieser möglichst verhindern möchte. Bevor die beiden als Kinder von Ai wiedergeboren werden, lernen sich der junge Arzt Goro und die sterbenskranke junge Salina kennen und müssen wieder Abschied voneinander nehmen. Ebenfalls enthalten ist die Kurzgeschichte Perspektive B von Aka Akasaka, die als Geschenk für Besucher der Anime-Premiere ausgegeben wurde. Im Roman findet man neue Erkenntnisse und tiefere Einblicke in das Leben der Protagonistin und in das Showbusiness, in dem sie ihr Glück versuchen. Ja, wie gesagt, bin ich eher raus. Weiß nicht, ich möchte lieber Manga lesen und bin da jetzt nicht so der Fan von Romanadaption von Manga. Aber finde es irgendwie cool. Ich glaube, das wird auch ganz schick aussehen mit dem Farbschnitt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und ja, freue mich für die Leute, die noch mehr in das MindStar-Universum eintauchen wollen, weil da scheint man ja wirklich noch mal ein paar extra Infos abgreifen zu können, was ich sehr nice finde. Weiter geht's mit Sleepy Boy. Der läuft noch in einem Band, kommt ab Oktober 24, wird 10 Euro kosten und ist auch von einer französischen Mangaka. Hier habe ich auch gelesen, dass eine Collector's Edition geplant ist, die dann 30 Euro kosten soll. Nate ist ein ganz normaler Junge, außer wenn er schläft. Wesen, die er in seinen Albträumen sieht, erwachen dann wirklich zum Leben. Seine Geheimwaffe dagegen Kaffee. Doch wie lange kann er mit Koffein gegen seine Müdigkeit ankämpfen und was passiert, wenn das nicht mehr reicht? Klingt ein bisschen wie die Geschichte von Freddy Krüger, muss ich zugeben. Ja, ist aber nichts für mich. Mag ich nicht, dass es in einem Band läuft und so, ja, momentan bin ich jetzt gerade nicht so scharf auf Shonen. Aber ich denke, das würde irgendwann wiederkommen. Ist bei mir auch immer phasenweise, aber gerade nicht. Kommen wir zum letzten Titel für das Ultraverse-Programm und das ist Dr. Mashiritos ultimative Manga-Techniken. Das ist ein Hardcover-Einzelband, der kommt im Oktober 24 und wird 22 Euro kosten. In diesem Buch breitet Kazuhiko Torishima, der nicht nur lange Zeit der Redakteur von Dragon Ball war, sondern auch die Strategie des Magazins Shonen Jump über Jahrzehnte geprägt hat, sein geballtes Fachwissen über ultimative Manga, ihre Entstehung, ihre Erzähltechniken und ihre Vermarktung aus. Zudem erfährt man zahllose Hintergrundinfos aus der Zeit seines Wirkens mit vielen nie zuvor veröffentlichten Insider-Tipps. Abgerundet wird der Band durch Gespräche zwischen ihm und Akira Toriyama, Masakazu Katsura und Koji Inada. Ja, ist ganz interessant, aber ja, sowas ist eher nichts für mich. Finde ich wirklich cool mit Insider-Wissen. Ja, aber
Ich bin eher jemand, der lieber Geschichten liest, anstatt irgendwelche Infos so abzugreifen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so seid. Vielleicht bin ich auch einfach so ein Wissensbanause und denke mir, gib mir Story. Aber ja, ist nichts für mich. So, das war's mit dem Ultraverse-Programm. Und ich muss sagen, war wirklich ziemlich viel Interessantes dabei. Ich mag's, dass es gerade in Richtung Farbschnitt geht. Könnte gerne öfter ausgeübt werden. Ich mag irgendwie Farbschnitte. Da hatte ich auch lange keine Reihe mehr, die das hat. Aber egal, für mich ist leider nur ein Band dabei, den ich mir eventuell zum Release holen werde, und das ist Lieb mich, ich bin die Böse. Ich fand, das klingt so wirklich nach meinem Geschmack. Bei manchen so Shoujo-Titeln weiß ich es noch nicht so genau, und ja, wie gesagt, Romane sind jetzt nicht so mein Geschmack, aber ich denke, viele werden sich darüber freuen, weil es ja auch was Cooles, aber irgendwie, ich bin mittlerweile so, ich will nur noch Manga lesen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Roman oder ein Buch gelesen habe. I'm so sorry. Ich habe eine Zeit lang wirklich viele Bücher gelesen, aber seitdem ich irgendwie auch nicht mehr Zug fahre, komme ich nicht mehr dazu. Egal, ich versuche mich ja einfach gerade zu rechtfertigen, dass ich lieber, ja, Geschichten mit Bildern lese, aber es ist halt einfach so. Aber auf jeden Fall würde mich sehr, sehr interessieren, ob was für euch dabei war im Ultraverse-Programm. Wie fandet ihr das? Habt ihr etwas, was ihr mir empfehlen wollt? Immer gerne rein damit in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich glaube, Tokyopop müsste noch kommen, und ich meine, Planet Manga ist auch schon draußen. Aber ja, auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Stoff dafür. Ich würde mich aber auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.